Das macht keinen Sinn. Oder macht es wahrscheinlich doch nachher, aber... So, das... Das, das... Auch nicht. Impossible. Impossible. Doch, ja genau, mit den Kindern, okay. Aber dann ist es doch... Müssen wir die Reihenfolge noch finden. Meine Eltern engagierten wen? Einmal machte ich einen Fehler. Dann lehrte er mich. Warum nicht? Warum nicht so? Warum nicht? Das ist jetzt Haarspalterei. Ach komm, wir haben nur noch 5 übrig. Wieso ist das denn so? Bin mir ziemlich sicher, dass das damit anfängt. Guck mal, von den Bildern her, man nähert sich immer mehr dem Piano. Das, das, dann das, dann direkt davor. Auch nicht, okay. Ich kann nicht alles durchtesten jetzt, das ist doch... Habe ich ja zwar hauptsächlich schon, aber... Das am sinnvollsten. Mit am sinnvollsten. Ich kann natürlich auch mal damit anfangen. Aber... Ach komm. Tut mir leid. Es tut mir so leid. Eltern engagierten nur das Beste. Er lehrte mich immer von immer sagen, zu fürchten. Konstante Perfektion. Das muss doch ans Ende. Die Frage ist jetzt, ja, die 3. Er lehrte mich das. Nö. Nö. Ich dachte echt, das lösen wir schneller. Wirklich. Pech hat sie einen Fehler gemacht. Und von ihren Eltern wurde sie beschafft. Deswegen haben sie den engagiert. Aber das ist ja auch außer Kontext. Ach, komm. Kann natürlich auch sein, dass die deutsche Übersetzung in diesem Fall vielleicht ein bisschen... Nee, das glaube ich nicht. Ja.
glaube, ich habe bald alle Kombinationen durch. Das hier nervt mich doch. Bevor ich euch jetzt hier wirklich hier aufhalte, werde ich mal kurz nachgucken, obwohl, gibt es dafür überhaupt Walkthroughs? Okay, ganz viele YouTube-Dinger, ja. Will ich das überhaupt? Nö. Wir finden das selber raus. Was soll's? Zurück. Aber es macht keinen Sinn. Besonders dieser hier. Einmal machte ich einen schmerzvollen Fehler. Meinen Händen wurde eine Lektion erteilt. Das ist vollkommen außer Kontext. Er hat große Erwartungen, was mich angeht. Und teilweise ermöglichte und machte ich einen Fehler. Er lehrte mich. Vielleicht hat er auch immer noch so. Pass auf. Nee, das... Ah. Och Mensch. Ich kann nicht eine ganze Folge nur damit verbringen hier. Das geht nicht. Das geht nicht. Eltern versagen. Einmal machte ich, dass es... Könnte auch der Anfang sein. Er hat große Erwartungen, was mich angeht. Das heißt, das ist aber noch Präsens und nicht... Ach komm. Wirklich hier mal, ne? Das ist... Konstante Perfektion ermöglicht es mir, ein gefeierter Pianist zu werden. Fangen wir nochmal damit an. Eltern engagierten. Einmal ein Fehler. Lehrte mich. Und dann aktuell. Ach komm! Hey Mann, das geht so nicht. Das geht so nicht. Ich gehe jetzt in die Ecke hier und bleib hier stehen. Bis mir was einfällt. Bestaunen wir die Halle. Okay, genug bestaunt. Ach ja. Boah. Das könnte ja auch das Ende sein. Aber dann hatte große Erwartungen. Okay. Ich gucke jetzt nach. Echt. Also das ist... Ich weiß aber auch nicht, wo ich nachgucken soll jetzt hier. Finde ich überhaupt... Oh, das ist... Nee, das ist Lego Batman 2. Ach, oh Gott. Nö.
Okay, da gibt's noch keinen Guide. Ja. So, ich guck mal direkt bei Steam. Alles Video oder was? Okay. Ja, okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Okay, da. Ah, da ist was. Okay, hier habe ich was gefunden. Aber das ist. Ja. Meine Eltern engagierten einen berühmten Klavierlehrer, nur das Beste. Er hat große Erwartungen, was mich angeht. Einmal machte ich einen Schmerz von Fehler, meinen Händen wurde ein Lektion teilt. Er lernte mich immer vor dem Versagen zu fürchten. Also wirklich. Das ist doch blöd. Ich habe übrigens auch nur für das hier geguckt. Den Rest hatten wir schon. Here we are. There is more to this fading old gal than I thought. That performance where I forgot where I was, it wasn't about the Alzheimer's. It wasn't even about being perfect or about me as a performer. It was about fear. Perhaps my whole life's work has been about fear. Fear of failure, fear of Mr. Oh. My piano instructor as a child berating me over and over and then slamming the whole board on my hands. Even after he had long since left my life, I still felt something in the pit of my stomach. Every time I reach for the keys. Curious how I forgot that moment, and yet its ghost continued to haunt me, pushing me, chasing me really to the greatest heights, taking its toll on my spirit with every step, every perfect performance. I wonder if the ghost too will fade along with everything else. Perhaps the Alzheimer's will provide that one final mercy. But even if it doesn't, I feel a sense of rest now. Refreshed, like when you air out a dusty room. I suppose healing will take time. I don't know how much of that I have left. The song of my life may be reaching its conclusion, but I now feel certain of this. It will be ending on a high note. Thank you, Doctor. Thank you for this most precious gift. Naja, danke dem Internet. Das sind die Ärzte der heutigen Zeit. Also das Ding ist, dadurch, dass es doch Alzheimer war, was das verursacht hatte, löst ein Trauma irgendwann Alzheimer aus oder sowas? Als Gegenreaktion, um Sachen zu vergessen? Wenn sie in konstanter Angst leben, obwohl sie sich dem gar nicht bewusst sind? Ich weiß es nicht. Aber das fand ich ein bisschen. Also es ist natürlich schrecklich, wenn Eltern und Lehrer einen so fertig machen.
und ein Schlagen und ähnliches. Ja, aber ich weiß auch nicht. Doctor, thank you for helping me. Life may never be the same, but that doesn't mean it will always be painful. I think things will get good again. Thank you. Also, natürlich löst das bei einem Kind ein Trauma irgendwann aus. Aber das war doch gar nicht jetzt die Ursache für das Vergessen. Oder wenn ja, nur dadurch, dass eventuell das Trauma Alzheimer in irgendeiner Form ausgelöst hat. Und Alzheimer ist ja oft auch familiär bedingt. Halt genetische Disposition irgendwie auch. Also kann. Muss nicht, aber in vielen Fällen ist es ja so. Da leidet halt eine ganze Familienreihe, sag ich mal. Oder Generationen daran. Gut, das kann natürlich auch so ein Trigger-Moment denn mal gewesen sein, dass es wirklich zu viel wurde. Sie wurde älter, wurde irgendwo schwächer. Und dann hat es einfach mal Klick gemacht im Kopf und dann war es weg. Vorerst. Also ich muss sagen, auch wenn ich das Spiel gerne spiele, macht es das für mich so ein bisschen kaputt, dieses Zusammensetzen. Nicht. Also ich, okay, wenn man die 5 richtigen Bilder hat, okay. Aber wenn man 10 verschiedene hat, auch okay. Aber wenn man die nicht ganz genau in der gleichen Reihenfolge ist, muss es doch mehrere Möglichkeiten geben. Zum Beispiel, ob man nun sagt, am Anfang, ich bin Perfektionist geworden, also ein perfekter Pianist, oder am Ende, das sollte ja schon irgendwo Varianz da drin geben. Weil, um Leute zu heilen, nur, also Leute zu heilen, indem man was so selber perfekt hinlegen muss, erst das ganz klein, dass es so perfekt sein muss, dass es erst klappt, finde ich ein bisschen übertrieben. Es kann natürlich auch sein, dass ich ziemlich schlecht in diesem Game bin und das selber nicht so wirklich hinkriege. Aber trotzdem, irgendwie ist das ein bisschen too much. Too much, sage ich euch. Na gut. Patienten auswählen. Nummer 909. Die Patientin zeigt, was? Agoraphobische Tendenzen. Obwohl es in der Vergangenheit keine Anzeichen auf Agoraphobie gab, obwohl sie sich erfolgreich strikt gegen die Herausgabe von Informationen über sie wehrt, konnte sie ihr soziales Umfeld dazu bewegen, mit einem Neuroprober zu arbeiten. Die Aufnahmeprozedur wurde beschleunigt, um ihren Wunsch nach einer schnelleren Rückkehr nach Hause entsprechen zu können. Oder schnellen Rückkehr nach Hause entsprechen zu können. Von daher liegen keine weiteren Informationen vor. Na gut. Auf. So, bin mal gespannt. It's funny. I usually get really uncomfortable in places like these. People just don't, you know, get it. I don't believe much in therapy, to be honest. However, I know my friends say they're concerned. They practically kidnapped me, so I would talk to someone this time. I don't know what they want. But you've been very gracious, and I guess I'll try. I guess. So, okay, sure. I mean, I've become a bit of a shut-in. I don't leave my apartment much these days. It's better that way. It keeps me safe. Yeah, I keep it clean. I'm in control there. Maybe I just got tired of feeling overwhelmed out there. Tired of the wrong thing happening out there. Tired of the consequences of my actions or inactions. I don't know, just tired. I guess I know it's a problem, but it's maybe not that big of a deal. I mean, some birds live their whole lives in cages and are perfectly happy. Oh, I keep going. I'm happy to say that I've been in a steady relationship for a little over a year now. Yes, in case you were wondering, I am transgender, and my love knows and is fine with it. My partner is so great, always thinking of me and
keeping me out of trouble. I mean, of course, we have our arguments, sure, but what good relationships don't, right? Okay, well, I'm here now. So if you want to go into the depths of my mind to help me with, well, whatever it is you do, by all means, have at it. I still don't think you can or need to help me, but whatever, it's fine. Whatever it is you need to do so I can get out of here and go home. Also sie oder er hat uns schon damit, dass sie davon erzählt hat, dass sie Kontrolle hat zu Hause, und sehr, sehr viel erzählt. Das ist doch schon einer der Keypunkte. Vermutlich auch. Hauptsächlich wird es wahrscheinlich ein Selbstfindungsweg gewesen sein. Und weil sie niemand versteht, oder ihn, oder die wenigsten, braucht sie irgendwo Bestätigung bei dem, was sie macht und wie sie es macht. Und wenn sie es nur von sich zu Hause selber bekommt, oder er, ja, dann ist es, ja, der einfachste Weg, ne? Also nicht die, der Weg des geringsten Widerstandes, so ungefähr. Mit sich selber sich nur zu beschäftigen oder mit dem Freund dann in dem Fall, macht es natürlich einfacher. Ich weiß nicht, ob da mit den beiden alles im Reinen ist. Das klang nicht ganz so, aber was ich erstmal aus dem ersten Briefing so ungefähr gehört habe, dass sie ja nicht viel über sich preisgibt. Und dann hat sie schon sowas rausgehauen von wegen, da ist sie, hat sie Kontrolle, sie macht das und macht das. Ich weiß nicht, ob sie Bestätigung sucht, ich weiß nicht, ob sie... Ja, ist, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Auf jeden Fall schon mal ein bisschen abstrakt hier, ne? Okay, das ist nachher für die Bilder, oder was? Okay, das ist für die Bilder. Achso, sie zieht sich zurück, um da zu sein, wo sie sonst nicht sein kann oder sich wünscht zu sein. Hier auf einem, ich sag mal, Alien-Planeten. Einfach wegfliegen, von den Problemen weg, in eine andere Welt denken und sich seine eigene Welt bauen, in der kein anderer seine Meinung breittritt. Das könnte sein. Das würde ich jetzt hieraus direkt verstehen. Aber, wie ihr gesehen habt, bisher waren meine Vermutungen fast alle falsch. Ja, Punkt. Waren fast alle falsch. Okay. Ja, finden bestimmt hier gleich das erste Bild. Also, hoffe ich mal. Ach so, wahrscheinlich bei der Rakete, klar. Ja, klar. Oder nicht, mal gucken.